Na? Ach, die Urlauberin. Und, wie war Australien? Hammer, es war richtig gut. Warst du hier auch beim Great Barrier Reef? Ja, ich bin tauchen gegangen, habe mir die ganzen Korallenriffe angeguckt. Ich wollte eigentlich auch so eine kleine Koralle mitbringen, aber dankeschön. Geht ja nicht, ne? Ja, ist illegal, oder? Ja, ist illegal. Aber da waren ein paar Forscher, die durften das irgendwie. Die hatten, glaube ich, so eine Sondergenehmigung. Was genau erforschen die da an den Korallen? Ich weiß nicht genau. Also, es hat wohl was mit Klima zu tun. So viel habe ich mitgenommen, aber so genau weiß ich es eigentlich nicht. Aber hier in Bremen gibt es ja dieses Marum. Vielleicht fragen wir da mal nach. Ja, auf jeden Fall. Wir treffen jetzt am Marum Dr. Mutadi. Der und seine Kollegen forschen nämlich zum Thema Klimageschichte. Und ich denke, dass die uns ganz gut erklären können, was genau man eigentlich an Korallen erforschen kann. Guten Morgen. Hallo. Dr. Mutadi, was genau können Sie eigentlich an Korallen erforschen? Und eine ganze Menge. Wir haben einen richtigen Korallexperten hier im Hause und vielleicht wollen Sie sich gleich mit ihm unterhalten, Herrn Dr. Thomas Felix. Und in der Zwischenzeit kann ich Ihnen Grundsätzliches zu unserer Forschung in diesem Hause zeigen. Ja, sehr gerne. Okay. Was ist das hier für eine gigantische Maschine, die wir hier hinter uns haben und was machen Sie damit? Ja, das ist unser Meeresbohrgerät MEBO 70. Das ist ein Gerät, was wir auf diversen Forschungsschiffen benutzen können. Und das wird auf dem Meeresboden aufgesetzt. Und man kann bis zu 70 Meter Meeresboden, Meeresablagerung damit erbohren. Je nachdem, in welcher Region man ist, kann man da bis zu mehreren Millionen Jahren an Klimaarchive herausziehen. Aber was genau machen Sie denn damit? Die Kerne bringen wir natürlich erstmal nach Bremen. Wir haben hier das größte Kernlager weltweit. Da werden sie hier gelagert und dann nehmen wir die Sedimentkerne raus. Für unsere Studien benutzen wir die isotopische Zusammensetzung, bestimmte Komponenten dieser Sedimentkerne und rekonstruieren anhand dieser isotopischen Zusammensetzung die Temperatur und Niederschlagsmenge in der Vergangenheit. Aber was hat das jetzt alles mit den Korallen zu tun? Korallen sind genau wie diese Sedimentkerne Klimaarchive. Das sind nicht die einzigen Klimaarchive. Es gibt eine Menge Klimaarchive, auch ganz merkwürdige wie Misthaufen von Nagetieren, die je nachdem, wo man sie findet, dann Aussagen über die Niederschlagshöhe in Gebirge treffen können. Aber über Korallen kann ja mein Kollege Thomas Felis viel mehr erzählen als ich. Herr Dr. Felis, ich war gerade in Australien und habe da Urlaub gemacht und ich wollte mir eigentlich so ein kleines Korallenkettchen mitbringen. Habe ich natürlich nicht, das ist ja verboten. Wenn ich ihn mitgebracht hätte, hätten Sie da irgendwelche Informationen rauslesen können? Aus so einer winzigen Koralle sicherlich nicht, aber aus solch einer Koralle. Das ist eine massive Steinkoralle, ein Bohrkern erbohrt auf einer kleinen Insel im tropischen Pazifischen Ozean. Solche Korallen stellen ein Klimaarchiv dar, mit dem sich Aussagen über Temperaturschwankungen und Niederschlagsschwankungen im tropischen Ozean treffen lassen. Das Besondere an diesen Korallen ist, dass sie ein Klimaarchiv in monatlicher Auflösung darstellen. Und wenn Sie diese ganzen Informationen gewonnen haben, was machen Sie dann damit? Diese ganzen Daten werden dann zum Beispiel mit Klimasimulationen verglichen. Da würde ich Sie aber an meine Kollegin Ute Merkel verweisen, die mit all unseren Daten klarkommen muss. Frau Dr. Merkel, wir haben ja gerade gehört, dass es viele verschiedene Arten der Klimaarchive gibt, aus denen man immense Datenmengen gewinnen kann. Aber was genau machen Sie jetzt mit diesen Daten? Ich selber bin ja Klimamodelliererin. Das heißt, mein Hauptarbeitswerkzeug sind die Klimamodelle. Und diese Klimamodelle bestehen aus Tausenden von Zeilen von Computercode und die bilden letztlich die verschiedenen Komponenten des Erdsystems ab, eben die Atmosphäre, den Ozean, die Landoberflächen. Was wir mit solchen Klimamodellen machen können, ist eben zum Beispiel Zeitscheiben in der Vergangenheit nachzusimulieren und dadurch ein genaueres Verständnis zu bekommen, wie groß waren die Schwankungen in der Vergangenheit, welche Faktoren haben die Hauptmusik gespielt. Man kann einzelne Faktoren in den Modellen ein- und ausschalten. Und man kann dadurch vielleicht besser ergründen, welche Mechanismen sind beteiligt an den Signalen, die man dann letztlich in den Archiven finden kann. Können Sie mir vielleicht ein Beispiel geben anhand eines Klimaarchives, was Sie da für Erkenntnisse gewonnen haben? Wir haben ja vorhin von Herrn Felis gehört, dass Korallen ein wunderbares Klimaarchiv sind, weil sie sehr schön kurzfristige Schwankungen, wie zum Beispiel das El Niño-Phänomen im tropischen Pazifik, aufzeichnen können. Und in einer konkreten Zusammenarbeit ging es um eine Koralle von Tahiti. Und diese Koralle zeigt eine verstärkte El Niño-Aktivität 16.000 Jahre vor heute. Und diese verstärkte El Niño-Aktivität konnten wir auch mit unserem Modell nachsimulieren. Und das stärkt natürlich die Glaubwürdigkeit unserer Modelle, wenn Daten und Modelle gut übereinstimmen. Frau Dr. Merkel, vielen, vielen Dank.
Okay, Laura, ich muss ja schon zugeben, Korallen können schon mehr, als ich gedacht hätte. Gerade auch, was Dr. Felis uns erzählt hat, wie die aus diesen weißen, langweiligen Steinen so viel Information ziehen können. Korallen sind eine Sache, aber mein persönliches Highlight war der Bohrroboter Mebo 70. Mit dem bohrt nämlich Dr. Motadi sein Klimaarchiv. Und natürlich Frau Dr. Merkel, die von allen verschiedenen Forschern die ganzen Informationen bekommt und daraus dann Klimamodelle erstellt. Und wenn ihr das Thema genauso interessant fandet wie wir, dann liked doch den Channel DFG bewegt. Und wenn ihr das Video gerade bei YouTube gesehen habt und irgendwelche Fragen oder Anregungen an uns beide habt, dann schreibt die doch hier unten in die Kommentare rein. Alles klar, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wir sind raus.